Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem kleinen YouTube-Kanal. Ich muss mich für meine Stimme entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet. Was ich euch heute zeigen möchte, ist den Amiga One X 5000. Den, ja, ich sag mal zeitgemäßen Nachfolger vom Commodore Amiga 500 bzw. Amiga 1200. Das waren die Kultcomputer der 90er Jahre, die ich auf diesem Kanal auch noch sehr ausführlich behandeln werde. Ich schwenke mal kurz rüber. Hier haben wir zum Beispiel den Amiga 1200 stehen. Ja, mal so zum direkten Vergleich. 1994 war Commodore ja leider bankrott. Und in den Jahren danach hat man alles Mögliche versucht, um den Namen Amiga halt am Leben zu halten. Die Community ist immer noch sehr groß, was ich super finde. Und ja, vor einiger Zeit erschien dann mit dem Amiga One X 5000 ein zeitgemäßes Komplettsystem mit Mehrkernprozessor, HDMI, also moderner Grafik, also eigentlich alles, was man von einem Standard-PC auch gewohnt ist. Nur eben nicht mit Windows oder macOS, sondern halt wirklich mit der Amiga Workbench, mit dem Betriebssystem, das auch damals in den Commodore Amigas zum Einsatz kam. Mittlerweile ist die Workbench bei der Version 4.1. irgendwas angekommen, frag mich gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe den X5000 jetzt auch noch nicht so lange. Ich habe den mir vor kurzem erst geholt. Und ich muss sagen, das Gehäuse ist schon mal richtig geil. Man kann ihn in Schwarz oder Weiß bekommen. Es gibt auch eine spezielle Tastatur dafür. Die ist allerdings nur separat erhältlich und sehr schwer zu bekommen. Die werde ich mir holen, sobald ich sie in die Finger kriege. Aktuell habe ich einfach eine normale, handelsübliche USB-Tastatur angeschlossen. Das geht ja auch. So, hier vorne sehen wir das Boeing-Ball-Logo. Sehr schön. Dann hier der Name X5000, der Name des Amigas. Ja, machen wir hier von der Seite. Da sieht man jetzt nicht so viel. Ich ziehe mal ein Stück nach vorne. Da können wir von hinten mal drauf schauen. Auch da sehen wir jetzt nicht sehr viel Interessantes. Ja, Standardanschlüsse, wie man sie von jedem Windows-PC kennt. So. Nehmen wir zurück. Ja, so sieht das Komplettsystem halt aus, wenn es aufgebaut ist. Ich will wirklich so eine Amiga One-Tastatur haben, Leute. Ich will die haben. Die ist nur so schwer zu kriegen. Also, wenn ihr wisst, wo ich eine bekommen kann, schreibt es mir bitte in die Kommentare, ja? So, dann schalten wir das gute Stück mal ein. Ja. Ecker, Powerschalter. So. Mal gucken, ob der direkt hochfährt. Das macht er nämlich nicht immer. Manchmal muss er ihn erstmal resetten. So, komm. Okay, sag schon mal. Das war ja schon mal ein toller Start. Vorführeffekt, hier klappt gerade gar nichts. Aber guck mal, wenn ich mit der Kamera da reingehe ins Innere, ne? Da leuchtet schon was. Also, der lebt. Ah, jetzt springt er an. Sehr gut. Aber wird er auch hochfahren? Das ist jetzt die Frage. Amiga One X 5000. Na komm. Hoch mit dir. Es gibt über den Amiga One X 5000 so viel zu erzählen, dass ich mir überlegt habe, vielleicht mehrere Videos zu machen, wenn ihr das wollt. Weil ich werde euch dann auch noch ein paar Programme, ein paar Spiele vorführen. Der Boeing-Ball dreht sich schon mal. Das ist gut. Sorry, dass die Kamera gerade so ein bisschen wackelt. Wäre doch witzig, wenn jetzt alles sofort funktionieren würde, oder? Aber mein Gefühl sagt, dass er sich beim Hochfahren jetzt aufgehängt hat. Das macht er nämlich gerne. Weil der müsste nämlich eigentlich schon längst fertig sein. Im Gegensatz zu Windows ist der nämlich blitzschnell, wenn er denn hochfährt. Set. Sorry Leute, aber das ist der Vorführeffekt. Das passiert, wenn man es
Ja, wenn man es macht und dabei direkt filmt. Ich könnte das natürlich auch rausschneiden, aber ich will euch ja kein gefaktes Video zeigen. Ich will euch wirklich sehen, ich will euch wirklich zeigen, wie das ist, wenn man diese Kiste hochfährt. So, Einschaltmeldung ist wieder da. Und diesmal wird es klappen. Ich habe ehrlich gesagt lange überlegt, ob ich mir den kaufen soll, weil der ist natürlich nicht ganz billig. Ist klar, ist ja kein Massenprodukt wie jetzt ein Windows-PC oder ein Macintosh. Ein Amiga One ist schon eine Nische. Deswegen sind die Preise auch entsprechend etwas höher angesiedelt. Muss man sich gut überlegen, ob man das Geld dafür ausgeben will oder nicht. Ah, guckst du. So, ich drehe jetzt mal die Kamera. Mal gucken, ob es dann einfacher ist. Nee, besser nicht, besser nicht. Ich weiß nicht, ob das Video nachher auf dem Kopf steht, Leute. Ah, ich weiß es nicht. So, Amiga OS 4.1. So, hier haben wir die. Moment. Amiga OS 4 Final Edition. Könnt ihr das sehen? So, RAM-Disk, Workbench, Programme, Daten. Ja, es ist schon vergleichbar mit der Workbench von früher, vom Amiga 500, 1200. Natürlich zeitgemäß, ne, mit moderner Grafik halt und so. Aber die Programme, die es damals in der Workbench gab, die gibt es auch heute noch. Hier diese ganzen Ordner. Zum Beispiel Dokumentation, Utilities, System, Preferences, Storage. Schauen wir mal hier auf. Ah, guck mal, was man hier alles einstellen kann. Also man hat wirklich alles, was man von einem modernen Betriebssystem halt erwarten würde, ne? Aber es ist trotzdem mit dem Flair des Originals, das muss man auch sagen. Ne? Die Amiga Shell, ganz wichtig. Die war ja schon beim Amiga 500 dabei, aus den 80er Jahren. Und die haben wir auch heute noch. Und die erfüllt auch heute noch ihren Zweck. Also hier trifft wirklich Altes auf Neues. Das ist richtig geil, Leute. Also man kann wirklich super mit dem Amiga arbeiten. Klar, man kann natürlich nicht in den Laden um die Ecke gehen und sich die neuesten Spiele kaufen, das geht nicht. Aber es gibt im Internet eine ganze Menge nützlicher Programme und Spiele, auch für dieses System. Und da werde ich euch in den nächsten Videos sicher noch einiges zeigen. Ah, guck, was ich jetzt mal habe. Abuse, Amiga Racer, Hexen 2, Hurricane Maze, Free Space, Jagged Alliance 2, das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Nehmen wir uns mal Amiga Racer vor. Dass ich euch zumindest mal ein bisschen was zeigen kann, warum dieser Computer Spaß macht. Ich hoffe, ihr nehmt mir das mit dem Wackeln der Kamera nicht übel. Ich weiß, das ist nicht sehr professionell. Ich arbeite daran, versprochen. Lauter, man hört ja gar nichts. Ich könnte jetzt im Fullscreen spielen oder im Window-Modus. Soll ich Fullscreen machen? Nee, ich lasse es so, wie es ist. Weil dann kann ich mit der Kamera besser draufhalten, dann könnt ihr besser sehen. Los geht's! One day.
eins von vielen Spielen für den Amiga und X5000. Also eigentlich für Amiga OS 4, aber da ich niemand X5000 habe. Ja, genug. Ja. So, das war mein erstes Video zum Amiga One X5000. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die wackelige Kamera und die etwas unprofessionelle Art. Ich gelobe Besserung, aber ich wollte euch diesen Rechner unbedingt zeigen. Ich werde auf jeden Fall noch weitere Videos dazu machen mit weiteren Spielen für Amiga OS 4. Und natürlich wird auch der klassische Amiga 1200 noch nicht vergessen. Auch da wird es noch einige Videos geben. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Daumen nach oben wäre schön. Like und Abo. Immer gern gesehen. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.